Guter Hinweis, vielen Dank. Den vergesse ich doch immer wieder. Ne? So, zack. Naja, nicht Abzeichen. So, ich werde mir auch jetzt direkt ein bisschen mehr Wasser machen. Nämlich 3,5 Liter. Dafür reicht die Zeit gerade aus. So. Also wir fangen ja im Prinzip ganz von vorne an. Ne, auch mit den Skills, die wir haben. Da wir das Abzeichen mit den 1000 Feuern halt noch nicht haben, ist es so, dass wir auch mit dem Feuerskill bei 1 beginnen. Burrito fragt, Angelzeug ist leichter als Naset. Das ist korrekt. Das ist eigentlich, ist das korrekt, ja. Das Problem ist, dass das Angelzeug halt relativ fix kaputt geht. Und wenn ich jetzt hoch zum Gipfel gehe, dann brauche ich was zuverlässig ein paar Klamotten reparieren kann, wenn wir da oben sind. Deswegen ist mir das Angelzeug ein bisschen zu risikoreich, wenn ich ehrlich bin. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, gibt es nur einen Container hier auf der Map, wo Angelzeugs drin sein kann und wo Nässe drin sein kann. Von daher würde ich davon erstmal absehen. Ich nehme das Nässe lieber mit. Sicher ist sicher. Hotdog, Hallöchen. Fletti, wunderschönen guten Abend, mein Freund der Sonne. Wie seid ihr? So, 6 Stunden Tagessicht übrig. Wir sind. Wir sind echt nicht so super ausgerüstet, ne? Wir haben für eine Schneehütte zu wenig Stoff. Die Frage ist, wo kriegen wir jetzt am schnellsten Stoff her? Hier in der Hütte haben wir leider nichts, was wir auseinandernehmen können, was Stoff bringt. Mensch, Klaus, das war perfektes Timing. Dank dir. Gerne. Boah, wo kriege ich jetzt am schnellsten Stoff her? Vor allen Dingen auch auf dem Weg nach oben. Gibt es da irgendwo eine Leiche, die ich nutzen kann, die eventuell irgendwas versteckt hat? Hilft alles nicht, ne? Also drinbleiben in der Hütte ist eine schlechte Lösung. Oder die schlechteste Lösung. Wir machen uns jetzt auf den Weg. Und ich gehe wie am Anfang, weil natürlich noch nirgendwo Seile hängen, für einen relativ kurzen, direkten Weg, gehe ich meinen Weg hinten wieder über den umgestürzten Baumstamm. Stoff beim Dealer deines Vertrauens, ja. Die Dealer sind ja leider alle geflohen. Ja, doch, es sind Container in der Nähe, aber. Also zumindest auf dem Weg, wo wir jetzt lang gehen, sind 2 Container. Da bin ich mir allerdings nicht sicher. Ich lasse die Rohrkolben mal stehen. Da bin ich mir nicht sicher, ob da Klamotten drin sind. Müssten wir mal gucken. Aber da kommen wir jetzt auf jeden Fall dran vorbei. Die werde ich auch auf jeden Fall mitnehmen. Habe ich die Säge mit dabei? Jawohl, ich habe alles mit dabei, was dabei sein muss. Hervorragend. Ich lasse hier unten erstmal alles stehen, weil wir das gerade in der Tat nicht brauchen. Ne, wir haben Antiseptikum dabei. Da kümmern wir uns später drum, um die Bartflechten und so weiter und so fort. Erstes Ziel sind jetzt erstmal die Container da hinten. Oh, der Wolf, der Wolf. Und so, ich lasse den Wolf mal bei seinem, oh hier Stöcke, bei seinem Hirsch allein. Soll er mal machen, solange er uns nicht auf den Sack geht. Ich muss hier nur ein bisschen gucken. Da hinten kommt der Bär gerade aus seiner Höhle. Das ist, glaube ich, sogar relativ günstig für uns, denn er kommt quasi sowieso hier in diese Richtung. Müsste jetzt gleich einen Schlenker von sich aus nach rechts machen. Dann können wir da ganz behutsam dran vorbeilaufen. Minus 4 Grad. Die Temperatur ist im Prinzip für unsere Klamotten echt total super. Ravine runter. Ja, könnte man auch. Ich würde aber echt gerne auf direktem Weg hoch zum Gipfel. Auf möglichst direktem Weg, so schnell es geht. Oh, okay. Der Bär hat einen Schlenker nach links gemacht aus seiner Richtung, warum er das auch immer tut. Ach so, ja, stimmt. Der Bär geht auch schon mal hier lang, ne? Ja. Ich erinnere mich.
Nee, Hotdog, du hast das richtig erfasst. Wir versuchen nur in Anführungszeichen mit einem Start am Wolfsberg zu überleben. Mal gucken, wie gut uns das gelingen wird. Wir haben eine Säge mit dabei und werden jetzt hier erstmal die zwei Container, also die vier Türen öffnen und mal gucken, ob wir uns da ein bisschen upgraden können von den Klamotten her. Und das Schöne ist, dass die Wölfe da hinten in relativ weiter Ferne sind. Vielleicht kriegen wir die Container geöffnet ohne großartigen Zwischenfall. Das wäre zumindest wünschenswert. So, fangen wir gleich mal an hier, ne? Also Wolfsberg ist echt eine Herausforderung. Ja, ich nehm erstmal alles mit, was wir hier finden. Auch wenn der Behälter jetzt für uns, für unseren Aufstieg eigentlich relativ nutzlos war. Ich werde aber gleich dann vielleicht ein bisschen nochmal aussortieren. Ah, guck mal hier, schön, ja. Gibt mal ganz viel von dem schweren Antiseptikum-Zeugs her. Also bisher eigentlich nichts Nützliches gefunden, muss man sagen. Gucken wir mal. Okay, zumindest schon mal ein paar Getränke. Da kann ich mit leben. Auch wenn wir uns jetzt extra 300 Liter Wasser gekocht haben. Und wir jetzt quasi auch schon überladen sind. Ein paar Klamotten wären echt super, aber ich hatte sowas in Erinnerung, dass hier sowas wie Klamotten eigentlich nicht drin sind. Und ich meine mich erinnern zu können, dass die Container eigentlich relativ fix sind. So, pass auf, das behalte ich alles da. Aber ganz ehrlich, das ganze Lampenöl brauchen wir nicht. Ich nehme nur die eine Packung mit. Das reicht, wenn wir durch eine Höhle müssen, auf jeden Fall. Okay, das würde ich erstmal gerne behalten. Aber das ganze Antiseptikum brauchen wir nicht. Ah. Ich höre den Bären übrigens. So, und ich werde jetzt hier auch noch ein paar von den Lebensmitteln hier lassen. Und der Bär ist schon näher, als ich dachte. Deswegen werde ich mich jetzt hier mal ganz schnell vom Acker machen. Okay, so. Also die Container waren jetzt nicht sonderbar hilfreich. Was sagt die Säge? 30%. Damit kriegen wir noch die ein oder andere Tür auf. Diese Erfahrung kann er gut auf Elvira übertragen. Ja. Also Wolfsberg ist ja für mich generell kein Neuland, ne? Aber hier zu starten ist fast Neuland. Melli! Wunderschönen guten Abend. Hallöchen. So, da liegt eine Leiche. Ich hoffe, das ist eine menschliche Leiche und ich hoffe, er hat zumindest eine Mütze oder sowas dabei oder irgendwas, was mich dazu führt, dass ich irgendwas auseinandernehmen kann. Das wäre voll super. Ich mache Start am Wolfsberg in einer ganz normalen Sandbox. Keine Challenge oder sonst irgendwas, ganz normale Sandbox. Ich lasse übrigens hier die Pilze und die Hagebutten und sowas, lasse ich jetzt gerade erstmal mit Absicht hier. Und es ist natürlich keine menschliche Leiche. Ich fasse das Reh auch jetzt gar nicht erst an, weil es gerade keinen Sinn macht. Denn da, wo wir hingehen, können wir es nicht trocknen lassen. Und wenn ich das jetzt anfasse, despawnt es halt irgendwann. Ne? Von daher lassen wir das erstmal so, wie es ist. Und ich werde mich jetzt erstmal hier vortasten. In Richtung Gipfel. Wenn wir am Gipfel angekommen sind, schnellstmöglich, ist das schon mal die halbe Miete, ne? Weil die Container, die wir da oben finden, einfach alles beherbergen, was wir brauchen. Und ab dann, muss man sagen, ist der Wolfsberg eigentlich auch relativ simpel. Wenn wir das einmal geschafft haben, ist es auch am Timberwolf Mountain relativ easy zu überleben. Komatschow, hallöchen, wunderschönen guten Abend. Wird ja richtig voll hier. Und das bei dem Wetter, zumindest hier in NRW. Ist ja gerade eigentlich viel zu heiß, um zu streamen, aber was soll ich sagen? So, nur wieder mal die Tempo. Alter, hab ich gerade, was ist denn hier los? Minus 4 Grad, okay. Was wollte ich sagen?
Achso, die Temperaturen hin wieder mal im Auge behalten, aber bei The Long Dark ist das eigentlich so generell kein Problem. Dies passt schon. So, Burida schreibt, mein letztes Stalker war ein Krimi. Zuerst 12 Tage in einer Fischhütte eingesperrt. Bärenkadaver hat den Eingang blockiert. Mit 299 Tagen gestorben, Bärenfischerhütte geglitscht und 2-mal angegriffen. Ja, das kenne ich. Zwar leider nicht bei 299 Tagen, aber auch gar nicht so weit entfernt von den 299 Tagen. So, ich erwähne das nochmal. Ich lasse die ganzen Pilze und sowas lasse ich alles da, weil alles, was wir mitschleppen, müssen wir auch irgendwie das Seil hochkriegen. Und das ist generell natürlich doof. Wobei das Seil hochklettern gleich sowieso relativ doof wird. Ja, es ist leider die letzten Wochen ein bisschen ausgefallen, weil ich echt ein bisschen viel zu tun hatte. Ne? Ich habe das ja mal so angedeutet. Also ich bin gerade, nachdem ich mir mehr oder weniger bewusst ein Sabbatjahr in Anführungszeichen gegönnt habe, aus diversen Gründen, die hier nicht hingehören, bin ich jetzt gerade wieder in der Bewerbungsphase und das kostet natürlich Zeit. Ne? Und von daher ist es manchmal echt schwierig, das zu koordinieren. Ich würde gerne öfter streamen, aber ich krieg's auch mit den Let's Plays teilweise gerade nicht hin, die zu produzieren. So zum Beispiel für Life is Strange, was diese Woche ausgefallen ist, weil ich es nicht geschafft habe, eine neue Folge zu produzieren. Deshalb bin ich froh, dass ich es heute letztendlich geschafft habe, dass ich streamen kann. Auch wenn ich temperaturtechnisch lieber gestern gestreamt hätte. Aber es hat halt leider nicht gepasst. So, schaffen wir das, hier hochzuklettern, ohne Probleme. Vielleicht schaffen wir das, wenn wir uns ein bisschen erleichtern. Gucken, ob die zweite Limo auch noch passt. Ja, easy. Perfekt. Oh Gott, der Klaus muss niesen. Na? Na, nee. Oh, das ist ätzend. Oh. So, ich probiere mal, ob wir hier ohne Probleme raufkommen. Müssten wir eigentlich schaffen, ne? Das Seil ist nicht so lang. Nein, also ich bin quasi noch mitten in der Phase. Ne? Ich habe das eine oder andere Bewerbungsgespräch, wie das immer so ist in so einer Phase. Von daher. Komm schon. Rod. Der Protagonist heißt übrigens Rod. Für alle, die zu spät eingeschaltet haben. Der Protagonist heißt Rod. Und er ist ein berühmter Bassist der besten Band der Welt. Zu oft ausgefallen, schreibt Hotdog. Hat er glaube mein Passwort für Twitch vergessen. Ja, das ist natürlich blöd, ne? Das passiert mir aber auch schon mal des Öfteren. So. Jetzt sind wir müde. Und wir sind jetzt auf der Rehlichtung. Und die einzige Chance, die wir jetzt hier haben, wir müssen, bevor ich da hinten in die Höhle gehe, wir müssen zu den Containern rüber. Wir kommen nicht drum rum, in der Hoffnung, dass da müssten eigentlich Klamotten drin sein, wenn mich nicht alles täuscht. Ohne einen dritten Stoff sind wir quasi verloren und wir sind zum Scheitern verurteilt, weil dann kommen wir nicht weiter. Wir können, ja doch, wir haben einen Schlafsack dabei, ne? Könnten zumindest in der Höhle schlafen. Ja, ja, doch. Nee, alles gut. Ich nehme alles zurück, was ich gerade gesagt habe und behaupte einfach das Gegenteil. So läuft das hier, ne? Okay, ich nehme erst die oberen Container. Nein, die beste Band der Welt. Es gibt nur eine Band, die den Slogan, die beste Band der Welt benutzt. Und zwar genau in diesem Wortlaut und auch nur in dieser Sprache. Und es wird doch mit Sicherheit jemand im Chat sein, der weiß, welche Band das ist. Oh, hier. Ja, ja, so gehört das hier. Schön. Ein paar Klamotten. So, da gucken wir doch direkt erstmal. Haben wir hier Thermostiefel dabei gehabt? Ich glaube nicht, ne? Das sind die billigen Stiefel, ne? Das sind die billigen Stiefel und wir brauchen. Hey, kann man das mal so sortieren? Wir haben schon die besten Stiefel an. Aber die Söckchen können wir tauschen. So. Söckchen haben wir schon mal getauscht. Schade.
Buchschnuten, der Preis geht an dich.